Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play The Legend of Zelda Ocarina of Time mit mir, dem Adi. Ja, vollkommen korrekt. Und wir haben ja letztes Mal dafür gesorgt, dass wir zu laut Yabu Yabu kommen, damit wir die Prinzessin von König Zora, beziehungsweise seine Tochter, ja, Prinzessin Ruto suchen können. Wir müssen dafür in den Bauch von diesem Viech. Und das stellen wir folgendermaßen an, indem wir uns den Fisch nehmen, den wir letzte Folge gefangen haben. Und einfach vor diesem Ösi hier auskippen. Und dann findet er nämlich ziemlich geil. Ja, ein Fisch, Mama. Jetzt zieht er sich nämlich den Fisch rein und uns direkt hinterher. Und damit herzlich willkommen in Lord Yabu Yabus Bauch! Hallo! Schon krass, wie man sieht, wie der auf jeden Fall schon mal schon derbe viel zu groß ist. Ja, den kennen wir ja schon. Oh. Oh, komm. Ja, ja, komm. Ja, ja, komm doch her, du Wichser! Nein! So. Schieß nochmal, du Mongo. Okay. Was haben wir denn hier? Eine Blubberblase greift dich an, bis sie dir halt zerplatzen, wie Seifenblasen. Hammer, und das soll jetzt gefährlich sein? Auf jeden Fall. Plupp! Oh, wir haben einen Magiekrug bekommen. Heißt also, unsere Magie füllt sich jetzt wieder auf. Plopp. Ja. Boah, wie ich diesen Dungeon einfach hasse, wie die Pest, war. Ich kann ihn nicht leiden. Ich habe ihn noch nie gemocht. Und ich sag euch ja warum. Wegen diesen Drecksviechern da. Benutze keinen metallischen Gegenstand. Ja, Hammer. Und unser Schwert ist nämlich metallisch. Warte mal. Ach, fuck! Ich meine, wir können die zwar killen, aber wir kriegen jedes Mal einen Stromschlag. Ich hasse diese Biester dafür. Okay, da kommen wir jetzt erstmal noch nicht hin. Also erstmal weiter hier. Ja, und nicht, dass es nur eine gibt. Nein, es gibt 5000 von diesen Drecksviechern. Ja, und genau. Und diese scheiß Deko-Kerne bringen auch noch nicht mal was. Oh. Da ist er doch. Hey, du? Wer bist du? Ich bin Ruto, Prinzessin der Zoras. Was? Mein Daddy hat dich geschickt, um mich zu retten? Ich würde niemals jemanden um so etwas bitten. Flaschenpost? Ich weiß überhaupt nicht, wovon du redest. Mein Daddy hat Angst um mich? Ist mir total egal. Außerdem kann ich jetzt sowieso nicht heim. Und du, verschwinde, kapiert? Kleines zickiges Biest, ey. Oh nein! Ja. Oh, oh, wie sie mir auf den Senkel gehen. Ja, ich könnte sie mit den Stöcken schlagen. Ich weiß, aber die gehen immer kaputt. Das ist scheiße. Wie machen wir das denn? Mann, ich will die nicht schlagen. Ich versuche die ganze Zeit eine Wirbelattacke zu machen. Verdammte Scheiße. Alter, willst du mich verarschen, Link? Ja, jetzt klappt's auf einmal, oder was? Ha! So muss man das nämlich machen, dann kriegt man auch keinen Stromschlag. So. Uns bleibt jetzt auch erstmal nichts anderes übrig, als der hinterher zu jumpen. Machen wir jetzt auch nochmal. So. Bist du immer noch hier? Du bist ja schlimmer als eine Klette. Ich bin okay. Schon seit ich eine kleine Zora-Prinzessin war, laufe ich hin und wieder in Lord Yabu Yabus Bauch herum.
Aber Lord Yabu Yabu ist heute ziemlich seltsam. Hier sind auf einmal elektrische, geladene Quallen und seltsame Löcher. Obendrein habe ich meinen wertvollsten Stein, aber das geht dich gar nichts an. Egal. Du, verschwinde, kapiert? Dürfen wir nicht mal angehen, ja? Ma? Jawohl. Easy going hier und so. Du machst dir echt solche Sorgen um mich? Dann wird dir eine besondere Ehre zuteil. Du darfst mich tragen. Und übrigens, ich bleibe bei dir, bis ich gefunden habe, wonach ich suche. Kein Witz, ich mein's ernst. Ah, jetzt müssen wir die Olle nämlich auch noch mitnehmen, ey. Oh, ich hasse... Oh, was muss ich da hören? Muss ich da in das... Ah, da hinten. Na gut, die kriegen wir jetzt noch nicht. Das Geile ist, wir können die als Waffe benutzen. Natürlich haben wir jetzt nichts getroffen. Eine Blase. Eine Seifenblase macht unbedingt ein Viertelherz Schaden. Auf jeden Fall. Deine Mutter, ey. So. Tja, und jetzt? Warte mal, musste ich die überhaupt mit hier hinnehmen? Lass mal absetzen. Ein Elektromanta, zerstöre ihn, bevor er dich erreicht. Ja, er erreicht mich ja jetzt gerade mal noch nicht. Oh, das war das Skulltuller. Warte mal, ich könnte versuchen, die da hinten hochzuwerfen. Na komm her, du Mongo. Ja komm, schieß doch, du Scheiße! Alter, laber mich nicht voll! Oh, jetzt ist der wieder weg, der Wichser. Nein! Oh ja, genau, zwei Schuss sind nötig. Alter, du sollst schießen, du Wichser! So. Ach fuck, jetzt habe ich vergessen, die Skulptur zu killen. Verdammt. Ah, super, jetzt müssen wir das nochmal machen. Warte, das schaffen wir aber noch. Das schaffen wir noch, das schaffen wir noch, das schaffen wir noch. Komm schon, Link, komm schon! So, dumme Hure, ey. Ich springe an dem Schalter vorbei. Hoch da. Du hast eine goldene Skulptur eingesammelt. Miau. Eine Fee. Die können wir sehr gut gebrauchen. Ja. Komm her, Schätzelein. Jawohl. Da, 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 da. So. Mach die Wache jetzt. Ach komm, leck mich doch an. Nüsse, ey. Ah, so, weiter im Text hier. Komm, Schnucki. Kletter da hoch. Jetzt muss man diese dämliche Kuh wieder mitnehmen. An sich ist das eigentlich, jetzt, wie gesagt, das habe ich schon letztes Mal gesagt, eine ziemlich coole Level-Idee. LOL. Ha! Okay, so geht's natürlich auch. Na komm her. Und der hat mit dem kleinen Schwert auch so eine geringe Reichweite. Das ist der Hammer. So. Was sind wir denn jetzt? Oh Gott. Boah, habe ich aber Reactions gezeigt. Ey, habt ihr das gesehen? So, und jetzt? Oh. Okay. So. Wo führt uns der denn jetzt hin? Hier hin? Nein, da komme ich so jetzt irgendwie nicht hin. Ah!
komme ich da einfach so hin? Weil die Kameraführung ist ja manchmal recht fett. Arsch, ey. So, du gehst mal schon mal nicht auf den Sack. Ich glaube nämlich fast, dass ich da hin muss. Ja, oder auch nicht. Eieieiei. Schmerz. Ja. Das ist auch sowas bei Zelda. So Sachen gehen auf der Wasseroberfläche kaputt. Das ist der Hammer. Ja gut, dann müssen wir jetzt erstmal hier nicht lang. Na komm. So, nehmen wir das Prinzessin mal wieder mit hier. So, jetzt können wir nämlich hier schön dran vorbei. Den Dingern. Und sich für den Viecher auf den Sack gehen lassen und schon mal in den nächsten Raum. Oh! Das ist ein etwas größeres Exemplar. Hammer geil. Ein Zangengreiferer trifft sein verletzliches Schwanzende. Ja, dann komm her, Muschi. Ja, dann komm doch auch her! Ach ja, stimmt, wir sind auch wieder elektrisch. Super. Boah, Alter, wie mir die auf den Sack gehen, die Drecksteile. Aber praktisch mit der, ohne Scheiß. Ja, das ist das Einzige, für die zu gebrauchen ist. Gegner killen. So, da kommen wir noch nicht rein. Da können wir schon lang. Und hier könnten wir theoretisch auch schon lang. Na, wir gehen erstmal hier hin. Das ist voll die optische Täuschung. Bewegt uns jetzt dieser Gang nach vorne oder nicht? Nee, irgendwie nicht. Doch, tut er wohl! Oder? Ja, doch, tut er. Nein! Oh, Schnuckilein. Listen! Der Schallkampf sieht so aus, als könntest du ihn nicht betätigen, da du allein zu leicht bist. Deswegen habe ich mich schon zu zweit draufgestellt, du Schlaumeierine. So. So, dich setzen wir jetzt erstmal hier ab. Ja, komm. Na komm her! So, nächster. Ja, komm doch raus! So. So, komm, 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 komm! Ich treff nicht! So. Hey! Wie sie auch mal hey ruft, ey. Komm jetzt! Alter! Das ist nicht dein Ernst. Alter, jetzt hab ich auf die falsche Taste gedrückt. So eine Scheiße! Dreckskacke hier mal mit den kleinen Mini-Knöpfen. So. Das ist auf die Fresse. Mein Gott. Flash Grenade! Ja, genau. So, komm her, ey. Jetzt fress aber dick hier. So, kriege ich jetzt was? Also. Da komm, mach die Truhe auf. Hammer geil, da haben wir schon den Bumerang gekriegt. Hammer fett. Der Bumerang ist mit einer der coolsten Waffen überhaupt. Jetzt braucht uns nämlich auch diese Drecksviecher brauchen uns nämlich jetzt auch nicht mehr zu stören, weil jetzt machen wir alles quasi im Nu einfach platt. So. Kerne noch mitnehmen. So. Na komm, Schätzelein. Weil hier, jetzt können wir nämlich einfach hingehen. Alter, wir sehen ihn doch jetzt an! So. Zack und down.
Das ist alles quasi jetzt ein Kinderspiel geworden. So, Nummer 1. Nummer 2. Na komm. So, und Nummer 3. Zack. Kein Problem mehr. Das ist jetzt natürlich so eine Sache, die den Tempel jetzt um einiges vereinfacht. Einfach weil die Gegner nicht mehr nerven. Da hätten sie vielleicht ein bisschen warten sollen, bis ich das Ding kriege. So, wenn ich mich nicht irre, dann geht er wieder zu. Naja, na klar. Dalala. So. Ah, jetzt müssen wir das erste Viech hier platt machen. Ein Parasitententakel. Die dünne Stelle ist der schwache Punkt. Benutze eine Distanzwaffe. Hm, welche könnte das bloß sein? Vielleicht der Boomerang, den ich gerade gekriegt habe? Nächster Treffer. Und nächster Treffer. So, ein Treffer noch, dann ist der, glaube ich, down. Das war's auch schon. So. Kannst direkt die nächste Truhe snacken. Ta-ta-ta-ta! Ja, die Karte. Sehr gut. Schlönigst wieder hier raus. So, wo ist Schätzelein denn? Das hier. Wie unaufmerksam von dir! Warum lässt du mich sitzen? Wenn du ein Mann sein willst, dann verhalte dich auch so! Ja, Schätzchen. Tut mir furchtbar leid, aber... So, ich glaube, ich kann jetzt hier rein. Ja, genau. Listen! Das rote, schlammige Ding ist fort. Es verschwand, als du den Tentakel zerstört hast. Ob das bei den anderen auch funktioniert? Nee, ich glaube, da funktioniert das nicht so nah. Ach Gott. 40 Sekunden. Alles klar. Nummer 1. Nummer 2. 3, 4. 5. 6. Na komm! Lol. So, das war ja wohl erste Sahne. So, krieg ich jetzt, wahrscheinlich krieg ich jetzt den Kompass, wa? Kompass wäre auf jeden Fall schon mal ziemlich praktisch. Na? Jawohl! Sehr gut. So, Schätzchen, weiter geht's. So, jetzt gucken wir mal. Ma, wie auch jedes Mal die Gegner neu kommen, ey. Deine Mutter. Oh, toll. Ja, versteck dich ruhig hinter der Prinzessin. So. Yep. Ach ja, komm. Dann nehmen wir auf die alte... Lol. Na! Na! Boah, komm, geh mal nicht auf den Sack. Alter, kannst du jetzt mal da... Na, also. Okay, da können wir jetzt noch nicht lang. Weißt du, wir gucken jetzt mal, ob wir... Oh. Nicht ablegen, nein! Oh. So. Wir können jetzt bestimmt hier rein, ne? Ja, genau. Da können wir jetzt auch den nächsten Tentakel plätten. So, Nummer 1, lol. Na komm, triff ihn! Boah, gibt der mir derbe einen mit, der komische Tentakel da. Ah. Leg dich nicht mit Link an, Junge. Mit seinem geilen Boomerang. So. So. Und damit können wir jetzt dann in die Mitte von diesen Gängen hier. Und natürlich sind die Gegner auch wieder da. Weil was wäre ein Zelda ohne ständig wiederkehrende Gegner? Ah,
Warum müssen sich die Räume jedes Mal resetten, ey? Oh, Alter. Mew! Watch out! Oh, das darf doch nicht wahr sein. Na komm, so. Jetzt können wir hier rein, ne? Ja. So, da können wir jetzt einen richtig heftigen Tentakel platt machen, soweit ich weiß. Oh, er hat sogar Geleitschutz. Guck dir das an, doch. Oh, und weg die Sau. Oh, und weg die Sau. Ja, komm. Den verpassen wir schon mal direkt ein. So, der auch weg. Der Tentakel ist einfach zu inkompetent, ja? Ah! Jetzt komm! So, nächster Hit. Nächster Hit. So. Das war's auch damit. So, jetzt können wir nämlich im Raum, wo die Prinzessin runtergefallen ist. Oh, nee. Nee. Nee, nicht schon wieder. Nee, ihr könnt mich jetzt mal am Arsch lecken. Nein! Oh! Jetzt können wir nämlich in das Loch rein, was vor... Das hier ist natürlich jetzt ein bisschen übler. Eine große Zappelqualle, sie verteilt Stromschläge. Willst du sie zerstören, benutze keinen metallischen Gegenstand. Ja, das hast du uns ja auch bei den anderen Sachen schon gesagt. So, jetzt können wir draufhauen. So, und weg dieser... Ja, genau, wie sie sich noch splitten, ey. Ob sie darum... Fuck. Hallo, hallo, hallo. Ah, diese Kameraführung. Nein! Oh, komm, ey. So. Oh Gott. So, jetzt können wir nämlich... Welches Loch war denn das? Ich glaube, es war das hier, ne? Ja, ich meine, es war das hier. Ja, das war tatsächlich das Richtige. Ach komm, weißt du. So, dann gehst du jetzt mal nicht auf Eier. Jetzt können wir nämlich direkt zwei Stück gleichzeitig wegsnacken. So, weil der Bumerang ist nämlich auch dafür da, um uns Sachen einfach, ja, zu holen. Also super praktisch. Na komm. Zu niedrig geworfen, Mama. So. So, das waren jetzt zwei Stück auf einen Streich. Das wird doch jetzt klasse. So, du kommst jetzt auch wieder mit. Oh, nee. Oh, mein... Oh, da ist er, der Stein, Junge. Da ist er ja. Danach habe ich gesucht. Wirf mich auf die Plattform. Hammer nice, den brauchen wir auch, wenn wir den haben, Leute. Wenn wir den haben, dann geht das Spiel nämlich erst richtig los, ja. Dann geht das erst richtig. Dann ist der Kindergeburtstag hier vorbei. Prinzessin Ruto hat den heiligen Stein wieder. Aber warum Prinzessin Ruto? Gott sei Dank. Endlich. Der Stein von meiner Mama. Als ich Lord Yabu Yabu gefüttert habe, hat er wild um sich geschlagen. Vor Schreck habe ich den Stein fallen lassen. Und ganz plötzlich hat er mich und den Stein verschluckt. Aber jetzt habe ich ihn wieder und kann heimgehen. Bring mich jetzt schnell heim. Ja. Boah, ich freue mich so darauf, wenn wir diesen dritten heiligen Stein endlich haben. Dann ist die Scheiße endlich vorbei. Ih, was ist das denn? Ein Oktopus. Ja, voll der nervige Zwischenkampf, auf jeden Fall. Mit diesem Lutschmongo da, ey. Mit seinem geilen Blasemund. Jetzt müssen wir nämlich relativ schnell hier rumlaufen und den einholen. Ah, und dabei möglichst nicht von diesem Stachel getroffen werden. Da vorne ist er schon.
Wir müssen dich, den nehme ich an diesem Ding treffen da. Komm. Och ja, jetzt verschwindest du, du Arschgesicht. Boah, jetzt muss der erst wieder warten, bis dann. Wo ist denn der überhaupt jetzt hin? Ah! Oh, okay, das geht doch einfacher als ich dachte. Ja, Hammer, jetzt muss ich aber trotzdem rennen. Oh. Oh nein, 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 nein! Nein, 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 der ist schnell. Wir müssen trotzdem hinter dem herlaufen. Weil er sich nämlich nicht umdreht, das ist das Problem. Oh. Ich muss im Kreis laufen, weil ich ein dummes Stück Scheiße bin. Komm, wir sehen an. Jetzt! So, jetzt. Aufs Maul. Kommen wir eigentlich so an dem vorbei? Nee. Okay. Ja, komm, 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 komm. Schneller hinterher. Ich glaube, 3 Hits reichen. 3-mal treffen reicht bei dem Viech. Komm schon, wir sehen an! So, jetzt aber. Alter, das war's immer noch nicht. Ach, scheiße, das bringt uns doch sowieso nichts. Ja, genau, nochmal reinrennen. Oh Gott! Alter, renn doch! Also ich habe keine Fee mehr, ne? Das ist natürlich jetzt mega geil. Boah, jetzt ist der auch noch schneller geworden, ey. Boah, wie mich das Viech aufregt. Ich hasse diesen Zwischenboss. Ich hasse diesen ganzen Dungeon. Als ob ich den einfach nicht eingeholt kriege. Das darf doch nicht wahr sein. Ich muss engere Kreise ziehen oder treffen mich immer diese Stiche. Alter, geht mir dieser Zwischengegner auf die Eier, ey. So, jetzt triff ihn. Jetzt triff ihn doch! Kann nicht dein Ernst sein, ey. Jetzt ist er wieder außer Reichweite. Boah, Alter. Boah, Leute, so ein nerviger Zwischenlicher, das ist der absolute Oberknaller, aber ich hasse es wie die Pest. Das kann doch nicht dein Ernst sein! Alter, das... Jetzt aber. Jetzt verpiss dich endlich, ey. Verdammte Dreckscheiße. So, Herzchen. So. Da ist doch bestimmt noch, was zum Teufel machen eigentlich, Da ist eine Fee, da ist eine Fee, da ist eine Fee, da ist eine Fee! So, sehr gut. Du besitzt jetzt wieder eine Fee, bla 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 bla! Bumerang her, damit uns das natürlich nicht schon wieder passiert. Und Nüsschen. Ja, too easy hier, was, ne? So. Oh ja, du gehst, willst du jetzt auf den Sack gehen, oder was? Beeil dich, der wird schon wieder rot. So. Verdammte Hacke hier. So. Ah, jetzt kommen wir auch dahin. Interessant. Ach ja.
brauchen aber trotzdem noch eine Kiste. Damit wir da draufstellen können. Damit der Schalter nach unten bleibt. Wie wir das gerade mit der Prinzessin gemacht haben. Aber die ist ja nicht mehr da, weil die so fucking egoistisch ist und sich verpisst hat. So. So, jetzt sind wir auch schon fast beim Endgegner. Aber hier sind nochmal ekelhaft viele von diesen Drecksfischern. Weg die Sau. Weg die Sau. Hui. So, wir müssen jetzt wieder hochklettern, sofern ich mich noch erinnere. Und wir hören hier auch eine Skulptur. Eben sollten wir zumindest mal auf den Grund gehen. Tatsache, meine Skulptur. Boah, ich halte so viele Schläge aus. Alter, du sollst nicht die Flöte benutzen. Juhu! Noch eine. So, und jetzt ab nach oben hier. So. Und hier müssen wir jetzt gucken, dass wir dieses Teil treffen. Was ehrlich gesagt gar nicht so einfach ist. Das könnte passen. Nein, tut's nicht. Scheiße. Na komm. Ach, so einfach ist das. Hm, okay. Ja, lass dich doch fallen, du Scheiße! So. So. Und hier, liebe Leute, ist der Endgegner. Aber die Folge ist auch schon wieder vorbei. Oh, das ist natürlich immer ärgerlich, dass die Folge immer so lange geht, dass wir immer erst vor dem Endgegner stehen. Aber das tut mir ja furchtbar leid. Ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß. Ja, 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 ja. Und wir hören uns nächstes Mal oder sehen uns nächstes Mal oder ihr schaut nächstes Mal wieder zu, ja, was ich hoffe, wenn es das nächste Mal wieder heißt Zelda Hardy.